Ist das nicht simpel? Nein. Das sind die Alignments, wenn der Ball gesnappt wird. Augen sind auf der Nummer 2. Nach 10 Yards ist er meiner, man to man. China, China, China. Bumm. Wie knackt man Cover 8? Und dann höre ich auch auf zu sabbeln. Hallo, guten Tag, liebe Bromantiker. Heute im Jakob Johnson Never Quit Outfit. Oh, das reimt sich sogar. Willkommen bei der Taktikschule. Das mit dem Abonnieren und Algorithmus, Notification, kennt ihr? Nicht vergessen. Ich erinnere euch am Ende nochmal. Heute müssen wir über Cover 8 / Quarters Coverage sprechen. Einige nennen es auch Cover 4. Bei mir heißt es Cover 8 Quarters Coverage. So. Seht ihr in der NFL ziemlich oft Cover 8 / nennen wir es mal Quarters Viertel. Quarters Coverage. Viertel. Also, guck mal, 4 Viertel ist ja eigentlich relativ simpel, ne? Die spielen Viertel, die spielen die Flats, der spielt das Middle Hole und der spielt auch die Flats. Ist das nicht simpel? Nein, nicht so schlecht, weil wir tauchen hier ein bisschen tiefer ein. Das ist jetzt grob konzeptionell, wie man Viertel in 30 Sekunden erklären kann. Wenn man es aber richtig erklärt, muss man natürlich über Landmarks sprechen. Wer steht wo? Wer hat welche Aufgaben? Wer öffnet sich zu welchem Receiver? Und wer macht was basierend darauf, was die Offense macht? Also, sprechen wir über Alignment. Hier, der Middle Linebacker steht in der Zero, direkt über dem Center. Perfekt. Die beiden Outside Linebacker können auch Nickel, ein fünfter Defensive Back, Dime, sechster Defensive Back sein. Oder die beiden Outside Linebacker. 4 bis 5 Yards tief. Auf der Innenschulter, Shoulder to Shoulder, auf der Innenschulter vom Nummer 2 Receiver. Der steht ein bisschen fast over the top, aber hier, auf der Innenschulter, ganz, ganz wichtig. So, das sind die Landmarks. Die beiden Cornerbacks. Beim Snap, Pre-Snap, also vorm Snap, können die 5 Yards tief sein. Die hier sind ein bisschen tief, weil das sieht, obwohl 7 Yards, das passt eigentlich perfekt. Vorm Snap sind sie auf der Außenschulter oder auf der Innenschulter 5 Yards tief, damit das aussieht wie Cover 2, haben wir auch mal drüber gesprochen. Wenn der Ball gesnappt ist, 7 Yards tief, 7 Yards Outside Shoulder, Outside Leverage. Hier auch auf der Außenschulter des Verteidigers 7 Yards tief. 5 Yards, 5 Yards. So, was mit den beiden Safeties? Die Safeties, ihr Alignment richtet sich nach der Nummer 2. Das ist der Nummer 1, der Nummer 2 Receiver. Das ist Nummer 3, das ist Nummer 2, das ist Nummer 1. Die beiden Safeties stehen beim Snap, wenn der Ball gesnappt ist, 12 Yards tief, 1 Yard inside. 1 Yard. Ja. Hier auch. Ein Yard inside von der Nummer 2. Ganz, ganz wichtig. Ein Yard inside von der Nummer 2, 12 Yards tief. Das sind die Alignments, wenn der Ball gesnappt wird. So, was passiert, wenn der Ball gesnappt ist und es ein Pass ist? Die beiden Outside Linebacker. Fangen wir mit den beiden Outside Linebacker oder Nickel und Dime. Ihr Job ist es, Inside Access zu unterbinden. Was ist Inside Access? Dass der Typ mich sofort in Inside schlägt. Das müssen Sie vermeiden. Also Ihr Job ist es, beim Snap auf gar keinen Fall zu backpedalen, sondern flat-footed zu spielen. Ja, man sagt zwar motor your feet, beweg deine Füße, lass ihn nicht sofort nach innen. Wenn der Typ sofort flach nach innen geht, hast du keine Chance. Aber versuch den Typen outside von dir zu lassen und bring die Hände an ihn ran und jam ihn. Danach spielt dieser Outside Linebacker die Flats da draußen. Ich mache mir die Alignments weg, weil darüber haben wir ja geredet. Der Mann hier drüben macht genau das Gleiche. Jam, outside, ab in die Flats. Und in die Flats bedeutet,
Die Augen gehen sozusagen von 2 zu 1. Ganz, ganz wichtig für die Outside Linebacker, Nickel und Dime. Augen sind auf der Nummer 2. Es ist ein Pass, meine Augen gehen auf die Nummer 2. Ich jam den Knaben nach außen und dann gehen meine Augen direkt zur Nummer 1. Weil jetzt muss ich sehen, kommt der vielleicht zu mir nach innen. Dann hole ich mir den Typen gleich. Das passt. Oder läuft der vertikal. Dann droppe ich irgendwo darunter in die Flats. Bis zu 15 Yards tief. Oder meine Augen kommen zurück, während ich droppe, ob hier jemand rauskommt und in die Flats läuft oder in Swing läuft. So, aber die beiden Outside Linebacker, Jam 2, Read 1. So, was machen die beiden Cornerbacks? So, die lesen das Ganze andersrum. Die spielen die Nummer 1. Und ihr Job ist simpel. Das habt ihr auch schon mal gehört. All man except China's und anders. China plus under. Was bedeutet das? Wenn der Typ vertikal läuft, ne? Nach 10 ist der meiner, man to man. Läuft der China, das ist sowas kurzes, sit route, quick out oder under. Irgendwas kurzes lasse ich gehen. Ist mir egal. Wenn der was Kurzes läuft, gehen meine Augen sofort zur Nummer 2. Das heißt, die Cornerbacks lesen die Nummer 1. 1 zur Nummer 2. Geht die Nummer 1 tief, nach 10 Yards ist er meiner, man to man. Fertig. Läuft der was Kurzes, gehen meine Augen zur Nummer 2. Läuft die auch was Kurzes, so be it. Läuft der tief, vertikal, okay, habe ich sogar einen Call, der heißt China Call. China, China, China. Wenn 1 kurz plus 2 tief, gibt es einen China Call. Was bedeutet China Call? Wenn die Nummer 1 kurz läuft, und ich versuche euch das mal, ich male euch das auf der anderen Seite mal vor. Wenn die Nummer 1 kurz läuft, in irgendeiner Form, die 2 pusht vertikal, bedeutet der China Call, ich lasse mich tief fallen nach außen, der spielt innen. Und was immer jetzt hier tief kommt, doppeln wir beide. Und der Outside Linebacker weiß sofort, wenn er einen China Call bekommt, China, 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 bumm, bring meine Augen nach außen, match die Nummer 1 und spiel sie 1-on-1. Das heißt, das Konzept von Cover 8 ist oder von Quarters ist, die kurze Route spielen wir sozusagen 1-zu-1 und die Tiefe wird immer gedoppelt. Ist ein Automatic. 1 läuft was Kurzes, China und 2 tief, China, China, China. Der Corner macht den Call, weil er 1-zu-2 liest, Outside Linebacker oder Nickel liest 2-zu-1. So, was macht eigentlich der Outside Linebacker, wenn die Nummer 2 sofort in die Flats läuft? Jump him. Sofort hinterher. Sofort hinterher. Läuft die 2, sofort Shallow Cross. In, finde die Nummer 1. So, jetzt müssen wir aber mal über die Safety sprechen. Wen lesen denn die Safeties? Die lesen auch Nummer 2 zur 1. Geht Nummer 2 vertikal, nachdem der Outside Linebacker sie gejammt hat. Geht er vertikal, man to man. Nummer 2 läuft vertikal, man to man, mit Inside Leverage. Geht Nummer 2 shallow, kurz, out, irgendwas Kurzes, ist es simpel. Nummer 2 kurz, dann, Nummer 2 läuft kurz, dann doppel ich die Nummer 1. Wobei wir wieder dabei wären, was ich eben gesagt habe, wenn 1 was Kurzes läuft, der fliegt da raus, 2 tief, sowas hier wie Smash-Konzept, dann doppeln wir die Nummer 1. Ist das nicht cool? Also Safety hat eigentlich einen simplen Read. Der backpedalt auch nicht nach außen wie in Cover 2, sondern macht Read Steps vertikal, Read Steps, liest 2, 2 geht kurz, boom, doppelt die 1. So, eigentlich relativ simpel. Was macht der Mike Linebacker? Der öffnet sich zur Nummer 3 und spielt hier 12 Yards tief das Middle Hole. Er muss gar nicht tief wie in Tampa 2 da runterlaufen. Der spielt das Middle Hole, wenn hier so einer Shallow Cross kommt,
Okay, jumpt er den nächsten, oder kann er den eigentlich sofort jumpen, weil er weiß, wenn hier hinter was tief dip, nach innen kommt, hat er hier den Safety, der den jumpt. Also, Quarters Coverage mit China Call und allem drum und dran ist, klingt immer so einfach. Quarters, sind Viertel, jeder spielt ein tiefes Viertel und die Outside Linebacker spielen die Flat. Ganz so einfach ist es nicht. Weil das große Konzept ist, und ich kann euch mal aufmalen, was sind denn so typische Geschichten? Arrow und ein Slant, Three-Step. Ja, simpel. Ich jam den, geht er in die Flat, spiele ich den Man-to-Man. Der Knabe liest die Nummer 2. Nummer 2 geht Flat, Doppel-Nummer 1. Das heißt, sowas hier kannst du vergessen, weil der wartet bei 12 Yards nur auf den Slant. Mal euch mal was anderes aus, sowas. Ein Curl und Flat. Nimm ich mit, der spielt Man, Nummer 2 geht in die Flats, Doppel Nummer 1. Oder auch wenn es ein Post ist, Doppel Nummer 1. Der läuft hier in Checkdown, Mike Linebacker ist da. Dafür sind solche Geschichten gut. So, wie knackt man Cover 8? Und dann höre ich auch auf zu sabbeln. Nur auf solche Geschichten. Vertikal und läufst den Typen nach hinten. Meistens jumpt so ein Safety das und der Cornerback steht ja auf der Außenschulter. Der läuft einen tiefen Post. Jetzt hat er innen keine Hilfe mehr und steht auf der Außenbahn. Ding, 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 ding. So kriegt man sie zu fassen. Mit solchen Geschichten. Da muss der diszipliniert spielen und das Ding sehen, dass beide vertikal gehen, das dem Middle Linebacker überlassen und hier die Nummer 1 doppeln. Aber so knackt man Cover 8. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, wie man Cover 8 knackt. Aber jetzt habt ihr mal ein Grundverständnis über Quarters Coverage. Wichtig, dass ihr versteht, dass der 2 zu 1 liest und die beiden, oder die beiden lesen 2 zu 1 und der liest 1 zu 2. Konzept bei Cover 8 ist, doppel die tiefe Route, match die kurze Route. Das war's von Cover 8, das war's von mir. Jetzt abonnieren, liken, Kombi für den Algi und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, was auch immer. Bis dann.